Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, ja, die eigentlich ja ganz schön sein sollte und mit Vorbereitungen für die Leipziger Buchmesse sein sollte, aber ja, dann doch ganz anders war, denn es wurde in dieser Woche ja die Buchmesse abgesagt. Ich hatte ja für die letzte Woche die Bücherwoche bereits gedreht und konnte dann gerade noch so im Schnitt einbauen, dass die Büchermesse, dass die Buchmesse nicht stattfinden wird. Und heute wäre ja das Buchmesse-Wochenende und ich finde es nach wie vor sehr, sehr schade. Kann tatsächlich auch so manche Entscheidung, die hier in Bezug auf dem Coronavirus gefällt wird, nicht verstehen. Ich warte eigentlich immer noch auf Panik, auf Zombies und auf Brad Pitt, der dann die Welt rettet. Ja, ich weiß, es ist total verrückt und wahrscheinlich habe ich zu viele Bücher gelesen und zu viele Filme gesehen, in denen es Zombie-Apokalypsen gab, aber ich verstehe so manchen Trubel nicht und ich verstehe nicht diese Inkonsequenz, die irgendwie überall herrscht und manche Dinge finden statt, andere Dinge nicht und so richtig eine Logik kann ich dahinter nicht verstehen. Aber ja, darüber soll es hier gar nicht groß gehen. Auf jeden Fall ist die Buchmesse gecancelt. Dementsprechend sitzen wir heute gefühlt wo alle auch zu Hause und nicht in Leipzig. Und das Leben geht aber weiter, hoffentlich. Und darum soll es auch gar nicht so groß gehen. Ansonsten war es eine Woche, in der ich eine Serie gerewatcht habe, beziehungsweise noch mitten dabei bin und in der ich auch drei Bücher gelesen habe. Und die Woche hat begonnen mit Stoner von John Williams, das ich zusammen mit noch zwei anderen Booktubern gelesen habe. Zum einen mit der lieben Sarah Sophie und auch mit der lieben Anja von Bookfriends. Gott, es ist immer schrecklich mit den Kanalnamen, das ist immer gar nicht so einfach. Abgerundet hat das Ganze dann noch eine Zuschauerin, was ich richtig, richtig toll fand. Wir waren eine super schöne Vierergruppe und der Austausch war wirklich ganz, ganz toll. Dann, wurde weitergelesen in der Hexer-Saga von Sapkowski. Ich habe den dritten Band der fünfteiligen Reihe gelesen, beziehungsweise den fünften Band der Saga, je nachdem, wie man eben zählt tatsächlich, und zwar Feuertaufe. Und dann habe ich gehört, Happy Ever After, den ersten Teil einer wohl neuen Reihe von Jenny Colgan. Und dann bin ich ein bisschen im Let's Dance Fieber. Ich glaube, dazu muss ich später noch ein bisschen was erzählen. Und die Serie, die ich rewatche. Ihr könnt ja jetzt nur so ein bisschen drüber rätseln, was es wohl für eine Serie sein könnte. Buchtechnisch starten wir nun mit Stoner von John Williams, ein Buch, das ich schon ein ganzes Weilchen auf dem Sub habe, als vereinzelt einige Booktuber davon geschwärmt haben und die liebe Sarah hatte es auf ihren Sub und dann haben wir beschlossen, das könnten wir doch zusammen lesen und dann kam auch noch Anja und eine liebe Zuschauerin dazu. Ich packe euch die beiden Kanäle unten in die Infobox, wie auch alle Infos zu den Büchern. Schaut da gerne mal vorbei. Grüßt die zwei, lieb von mir, beziehungsweise Anja gehört ja zu einem Duo, also grüßt dann im Grunde die drei ganz lieb von mir und schaut euch gerne auch die Infos unten in der Infobox an zu den Büchern, wenn ihr da Fragen habt. Und das Buch wurde mir des Öfteren empfohlen und wurde doch sehr gehypt. Es hat sehr viele Lobeshymnen und dann ist es irgendwann auf meinem Sub gelandet. Und wir treffen in diesem Buch auf William Stoner. Deswegen heißt das Buch auch genau so. Er ist Sohn eines Farmers, der ein sehr einfaches Leben gewöhnt ist und auch es gab nicht sehr viel Kommunikation in der Familie, nicht sehr viel Gefühl, nicht sehr viele Emotionen. Und eines Tages wird er aber von seinem Vater auf ein College geschickt, eigentlich mit so ein bisschen der Begründung, lern doch alles über Agrarwissenschaften, was es gibt, damit du auf der Farm hier auch nützlich bist. Und angekommen, merkt aber doch schnell, dass hier ihm doch etwas mehr liegt, als das reine Agrarwissenschaften sind, denn es ist die Literatur. Und besonders ein Professor hat es ihm hier sehr, sehr angetan. Zudem kommt es, dass er dort Männer, Jungs im gleichen Alter kennenlernt. Es kommt der Erste Weltkrieg. War es der Erste Weltkrieg? Dazwischen, ich glaube. Und dann eben auch seine erste Freundin, Edith.
lernen wir mit ihm kennen, die ein sehr schwieriger Charakter ist und ja, die ihn dann trotz des unterschiedlichen Standes, denn er ist nur ja, College-Professor, ja, dann doch irgendwie die eine Familie aufbauen. Und wir erfahren hier im Grunde die Lebensgeschichte von William Stoner mit all seinen Tiefen und Höhen, die eben ein sehr klassisches und tatsächlich vielleicht auch langweiliges Leben so mit sich bringt. Und ja, Leben eben wirklich so ein bisschen von der Kindheit, von der Jugend, das Erwachsenenleben ist ein bisschen ausgeprägter erzählt. Und ja, so erleben wir diesen Uni-Alltag, die Familienthemen und auch die damaligen Probleme der Zeit. Und haben natürlich so eine gewisse Zeitreise, wenn man so möchte, nach hinten bei den, nach hinten oder nach vorn, je nachdem, in den USA. Die Geschichte selbst von John Williams ist von 1965 und wurde dann nochmal als Klassiker tatsächlich wiederentdeckt, wo es dann eben auch zu diesem Hype gekommen ist. Ich weiß nach wie vor noch nicht so richtig, wo der Hype herkam. Die Lebensgeschichte von John Stoner fand ich sehr banal. Sehr langweilig, sehr unaufgeregt und ja, auch belanglos, könnte man sagen. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, dass die meisten Leben, die gelebt werden, irgendwie belanglos sind. Wenn man jetzt nicht gerade, keine Ahnung, John F. Kennedy, Gandhi ist, der Dalai Lama oder der Papst, dann sind Leben in der Regel relativ unspektakulär. Und ja, so auch die Geschichte von William Stoner. Der erste Lesabschnitt, den wir hatten, den fand ich sehr schwierig. Ich fand den Einstieg sprachlich sehr schwierig, sehr anstrengend, sehr langgezogen, sehr nüchtern. Ich wusste gar nicht so richtig, wo ich hier eigentlich hinkomme. Auch ist es ein sehr distanzierter Erzählstil. Man kommt nicht sehr nah an die Charaktere heran. Man bekommt nicht die Möglichkeit, da mitzufühlen, mitzugehen. Es wirkt fast steril, was uns von dem Leben erzählt wird. Also es war schon, ja, ein bisschen... Dann so im Mittelteil, den fand ich tatsächlich ganz gelungen. Man hat sich an die Sprache gewöhnt, man hat sich auch so ein bisschen an den Erzählstil eben gewöhnt und an, ja, William Stoner, man kann es eigentlich genauso sagen. Und es gab ganz schöne Momente, wenn so die ein oder andere Wendung kam, die sehr gefühlvoll tatsächlich war, die einen dann auch emotional so ein bisschen mitnimmt. Und das Ende... Ja, das war dann irgendwie wieder nichts. Also es, ja, es klingt jetzt wahrscheinlich total merkwürdig und ich möchte ja auch gar nicht irgendwie spoilern. Ich fand tatsächlich, der Start hätte durchaus ein bisschen packender und greifbarer sein können. Und wenn der Start vielleicht so gewesen wäre wie der Mittelteil, wäre man viel schneller in diese Geschichte gekommen. Man merkt aber, dass man an dieser Geschichte wächst. Und dass diese Geschichte einen mitnimmt, dass diese Geschichte einen mitführt und auch irgendwie so durch diesen Stil, der sehr besonders irgendwie ist, wenn er auch nicht besonders gut ist, aber er ist irgendwie besonders. Und es wurde, also nach 80 Seiten war, glaube ich, unser erster Leseabschnitt vorbei, da wurde es wirklich merklich besser. Und dann am Ende war man schon so ein bisschen berührt, man war ein bisschen abgeholt. Aber ich fand, es wäre so viel mehr in dieser Geschichte drin gewesen. Und der Schreibstil war wirklich speziell. Ich will auch gar nicht sagen, dass er schlecht war. Er war halt wirklich nur sehr, ja, sehr weit weg. Dieses Distanzierte, das fand ich tatsächlich nicht ganz so gelungen. Und ich verstehe tatsächlich überhaupt nicht den Hype dieses Buches. Also, dass das hier als phänomenales Lebensgeschichtenbuch, ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und wir waren uns da auch wirklich so mehr oder weniger einig, dass dieser Hype irgendwie, ja, dass der nicht so richtig berechtigt ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Für uns zumindest. Also uns konnte er nicht erreichen, uns konnte er nicht abholen. Es war ein okay Buch. Ich hatte auch zu keiner Zeit eigentlich so das Gefühl, ich würde das jetzt abbrechen müssen, weil es mich total angeödet hätte, sondern eher so, ich stand immer mal so ein bisschen auf der Kippe, habe aber doch immer gedacht, ich möchte jetzt schon wissen, ja, wie das weitergeht und was da noch kommt. Und ja, ich war tatsächlich dann auf dem Ende doch recht enttäuscht, weil ich mir da auch irgendwie nochmal was anderes vorgestellt hätte. Also für mich ein Buch, was okay war, ich habe es jetzt gelesen, es ist vom Sub weg. Ich hatte einen tollen Austausch mit den Mädels, aber ja, viel mehr wird von diesem Buch wohl nicht bleiben. Ganz anders, ich muss, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Ja, der dritte Teil der Hexersaga von Sapkowski, es ist Feuertaufe
und ich hatte einfach unfassbar große Sehnsucht nach dieser Welt. Ist der dritte Teil der regulären Reihe und der fünfte Teil, wenn man die beiden Kurzgeschichten vorher liest, was ich absolut empfehle. Und ich bin ja nach 2 Wochen auch wieder rückfällig geworden und eigentlich wollte ich doch immer noch ein bisschen was anderes lesen. Ha, ja. Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt im dritten Teil wieder mehr mit Geralt unterwegs. Also Geralt gibt es noch, das ist jetzt auch kein Spoiler, glaube ich. Und ja, wir begleiten ihn im dritten Teil doch durch eine recht lange Reise. Ich möchte dazu aber gar nicht so viel über den dritten Band sagen, weil es ist natürlich, es ist nicht einfach, was dazu sagen. Wir haben ja hier diese doch sehr düstere, dunkle Welt, die Länder, die irgendwie im Krieg sind und wir haben Geralt, den Hexer und ja, es ist einfach schwierig, da viel irgendwie zu erzählen. Für mich war der Band tatsächlich ein bisschen der schwächste bisher. Also es ist jetzt tatsächlich kein Band, über den ich euphorisch hergefallen bin. Was vielleicht tatsächlich damit zusammenhängt, dass es auch wieder der mittlere Teil ist. Es ist der dritte im Grunde von 5. Ist ja sehr oft bei Trilogien so, dass auch der zweite Teil der schwächste ist. Und mir persönlich lag es wohl daran, dass es doch ein bisschen zu viel Kriegsführung war. Mir das an mancher Stelle zu ausführlich war und mich das auch nicht immer so interessiert hat. Aber ich muss Sapkowski zugutehalten, dass immer, wenn ich diesen Gedanken hatte, ja, jetzt können wir auch mal uns wieder was anderem zuwenden, dass es tatsächlich nicht viele Seiten dann gedauert hat, dass es wieder spannend weiterging. Wir haben hier viel, viel mehr Geralt-Momente, als es zum Beispiel im Band 2 der Fall war. Auch sein Humor ist wieder richtig, richtig da. Und um ihn dreht sich hier tatsächlich auch wieder richtig viel und das fand ich wieder richtig toll. Das habe ich ja im zweiten so ein bisschen vermisst, auch wenn ich eigentlich nichts vermisst habe, habe ich doch Geralt hier ja wieder sehr genossen. Auch der Austausch mit seinen Gefährten und das Schöne ist hier, dass wir sehr viele Gefährten und sehr viele Wesen aus dieser Welt kennenlernen. Wir treffen auf Zwerge, auf Heiler. Wir treffen aber auch auf Menschen und ja, auf Weggefährten, die wir schon kannten. Und wir treffen auch wieder auf Plötze. Das ist das Pferd von Geralt. Und wir erfahren durch die Reise, die hier passiert, erfahren wir sehr, sehr viel über diese Welt. Und das hat mir unfassbar gut gefallen. Also man konnte sich viel mehr die Welt vorstellen. Es wird intensiver, bildreicher, erzählvoller, gehaltvoller. Die Wesen tragen ihren Teil dazu bei. Und das finde ich tatsächlich richtig, richtig toll. Man erfährt viel, was, wo, wie passiert ist. Und die meiste Zeit ist diese Geschichte wieder unfassbar packend und ich mag es, mit Charakteren auf Reisen zu gehen. Ich finde das immer wieder spannend, aber an mancher Stelle war es mir aber doch irgendwie zu ausführlich und eben zu kriegslastig. Und ja, der Schwächste würde ich sagen aktuell, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in Band 4 und hoffe einfach, dass mich der wieder mehr packt, mehr begeistern kann, obwohl ich jetzt hier auch nie sagen kann, dass ich da umgepackt wäre. Aber so im Vergleich zu Band 1, 2 oder auch den Kurzgeschichten war der hier definitiv so ein bisschen am lausten. Aber nichtsdestotrotz eine wirklich tolle Geschichte und es macht einfach Spaß, mit Geralt hier durch diese Welt ja, zu reiten, zu laufen und daran teilzuhaben. Und es wird, glaube ich, nicht lange dauern. Dann gehe ich los und hole mir den vierten Band. Und das letzte Buch der Woche ist dann Happy Ever After, der erste Band der neuen Reihe von Jenny Colgan, Wo das Glück zu Hause ist. Und ich habe von der Autorin die kleine Bäckerei am Strandweg damals gehört. Ich glaube, beide Bände plus die Weihnachtsgeschichte. Und es gab ja auch diese Sommerküche und irgendwo auf irgendeiner Insel, die mir ja nicht ganz so gut gefallen hat. Dementsprechend dachte ich, ja, gibst du Jenny Colgan nochmal eine Chance, zudem auch der Klappentext dieser Geschichte richtig, richtig toll fand. Es ist die dritte Reihe von ihr. Ich weiß nicht, ob das eine Trilogie wird oder eine Dilogie, das konnte ich noch nicht so ganz herausfinden. Sprecherin der Hörbücher ist Vanida Karun und die höre ich richtig, richtig gerne. Die hat, glaube ich, auch die anderen Bücher von Jenny Colgan gesprochen und deswegen habe ich mich dann hier auch fürs Hörbuch entschieden. Und ich mag die Stimme gerne und das kann ich schon vorwegnehmen, auch hier in dieser Geschichte. Wir treffen auf Nina, eine Bibliothekarin, 29, 30 Jahre jung, die erfährt, dass ihre Bibliothek, in der sie arbeitet, geschlossen
beschlossen wird. Ja, mit ihren Kollegen spricht sie sich jetzt so ein bisschen ab. Was könnten wir jetzt stattdessen arbeiten? Welche Jobs stehen uns offen? Wie wollen wir damit umgehen in der Zukunft? Und ja, sie wird dann ja, bei so einem Test gefragt, was sie glücklich macht, mit, ja, wie sie so tickt, was sie gut findet, und ihre Leidenschaft sind die Bücher. Und sie möchte Leute zum Lesen bringen, sie möchte die begeistern, sie möchte diese Bücherfreude verteilen und ja, sie liebt die eben über alles und eigentlich stellt sich schnell heraus, ja, sie muss da irgendwas in diese Richtung wieder machen. Kurzerhand kauft sie einen Lieferwagen, den sie in einem Bücherbus umbauen möchte. Doch das funktioniert natürlich nicht so richtig reibungslos, weil der Bus gefühlt am anderen Ende der Welt steht, also zumindest des Landes, mit der Zugfahrt so ein bisschen Probleme gibt und auch mit den Örtchen, wo sie dann den Bücherbus hinstellt. Das ist nicht immer ganz so einfach. Sie fährt mit diesen in die schottischen Highlands und das kann man schon mal sagen, ist wirklich auch das Highlight der Geschichte, die Ländereien, die man hier vor Augen geführt bekommt. Sie lernt dort den Farmer Lennox kennen, bei dem sie auch in die umgebaute Scheune einzieht und dadurch lernt sie eben auch das Leben kennen, die Leute, die Gepflogenheiten und knüpft natürlich auch die Kontakte dort, eben weil der Bücherbus auch Aufsehen erregt. Doch schnell merkt sie auch, dass es ja Probleme gibt, die sich nicht immer durch Bücher lösen lässt. Und ja, das ist doch so ein bisschen was Neues, Irritierendes für sie, aber sie versucht sich da nicht unterzukriegen. Und wir haben hier so eine Art Wohlfühlgeschichte, die uns so ein bisschen das Leben von Nina näher bringt, die Liebe zu Büchern und auch die Leidenschaft, was Bücher eben entfachen können, zeigt. Und ja, das in einer richtig runden, schönen Geschichte. Mir hat der Schreibstil hier von Jenny Colgan sehr gut gefallen. Ich finde wirklich, dieses Wohlfühlen, diese Wohlfühlbücher, dass man sich darin wohlfühlt, das muss man auch einfach können. Es darf ja nicht zu sehr abdriften in Langeweile, Banalität oder auch, es darf nicht so einen großen Anteil an Liebesgeschichte oder Ähnlichem haben, sondern so wirklich das Mittelfeld ist ja für mich immer was, worin ich mich dann erst so richtig wohlfühle. Es ist langsam erzählt, es ist bildhaft erzählt und gerade schön fand ich eben ja wirklich diese Landschaftsbeschreibungen, der Ort, in dem wir sind, die Farm, auf der Nina dann ist. Und das hat Jenny Colgan für mich wirklich perfekt gemacht. Das fand ich richtig, richtig toll und hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Auch richtig toll fand ich die Bücherliebe, die Nina empfindet. Diese Leidenschaft, dieses Gefühl, wenn sie vom Lesen gesprochen hat und ja, wenn die Augen glitzern, weil man eine Lieblingsgeschichte wiederentdeckt. Und ich fand, das war sehr realistisch erzählt. Es war nicht irgendwie übertrieben oder zu viel des Guten, sondern ich habe mich sehr gut in Nina dann auch wiedergefunden. Es ist eine sehr ruhig erzählte Geschichte. Sie ist nicht actiongeladen oder mit Wendungen vollgepickt. Man ahnt auch schon ein bisschen einen Weg, den die Geschichte nimmt. Aber es ist überhaupt nicht langweilig, denn die Charaktere überzeugen mit Präsenz, sie sind tiefgründig, sie sind da, sie sind bildhaft, sie sind realistisch, sie sind greifbar und es wird wirklich sehr auf sie eingegangen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Dabei geht es nicht nur um Nina, die ja die Protagonistin ist, sondern wirklich auch auf die Nebencharaktere, die sehr detailverliebt, lebendig erzählt werden. Das hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Ich hätte mir ein bisschen mehr von dem Bücherbaum gewünscht und ich möchte gar nicht zu viel dazu erzählen, aber alle, die die Geschichte vielleicht schon gelesen oder gehört haben, wissen, was ich meine. Es gab da so einen Punkt, den ich total bezaubernd fand, der mich so magisch angezogen hat und der so 2-3 Mal eine Rolle spielte und ich hätte mir viel mehr dieser magischen Momente gewünscht, weil die sehr, sehr besonders waren und richtig schön. Und überhaupt entdeckt man sich eben als Bücherfreund wirklich sehr in dieser Geschichte wieder. Man ist da so mit drin, man spürt diese, ja, einfach dieses Verliebtsein, wenn man ein Buch aufmacht oder hier geht es ja auch oft um Bücher, die schon bekannt sind, um die Lieblingsbücher auch von Nina und man kann sich diese Strahlen einfach so vorstellen und auch diese Idee des Bücherbusses und dazu sind wir noch in Schottland. Ich fand's mega, also es war richtig, richtig schön. An mancher Stelle vielleicht doch ein bisschen zu weit ausgeholt, aber insgesamt ein richtig schöner Wohlfühlroman und der auch perfekt war als Hörbuch. Für mich funktioniert dieses Genre wirklich fast ausschließlich als Hörbuch. Ich glaube, lesetechnisch wären mir diese Geschichten einfach ein bisschen zu unspannend und ich glaube dann, wer weiß, ob ich es lesen würde, aber hören funktioniert wirklich ganz toll und ich fühle mich dadurch auch sehr, sehr entspannt
und sehr wohlig. Und ich bin hier auch sehr neugierig, wie die Geschichte in Schottland dann mit dem Bücherbus weitergehen wird. Und das waren sie jetzt auch schon, die drei Bücher der Woche. Dazu habe ich eine Serie gerewatcht, beziehungsweise habe zumindest Staffel 1 und einen Teil von Staffel 2 schon angeschaut. Und das ist, es ist Sherlock. Ach ja, kann man sagen, ach Steffi, das hast du doch schon 4-mal gesehen. Ja, das hat Steffi. Aber ja, mir ist irgendwie nach Serie. Mir ist aber nicht so richtig nach einer neuen Serie. Beziehungsweise weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, was ich will. Und das ist immer der Moment, wo ich denke, aber Sherlock könnte gehen. Und das ist tatsächlich so. Sobald ich dann die Musik von Sherlock höre, sobald ich Benedict Cumberbatch sehe, Martin Freeman sehe, ach, bin ich total geflasht. Und ich liebe die Serie. Ich liebe den Humor, die Schauspieler, die Rollen, die Nebencharaktere, die Handlungsstränge, diese wahnsinnigen Ideen, die da drin stecken. Und ich schaue mir das unfassbar gerne an. Und es gibt gefühlt kaum eine Serie, die mich gleichzeitig so runterholt, aber gedanklich so die Kreise und in den Bann zieht, wie es Sherlock irgendwie kann. Also für mich eine großartige Serie und ich bin jetzt schon mit Staffel 2 zu Ende. In der Bücherwoche selbst war ich noch in der Staffel 2 und ich werde da jetzt auch bis Staffel 4 einfach weiterschauen und da einfach meinen Spaß haben. Also große, große Empfehlung, läuft auf Netflix und ich liebe diese Serie. Ich kann das gar nicht sagen, ich finde es großartig. Und es ist kein Vergleich mit den Filmen von Guy Ritchie, mit Robert Downey Jr. und der Jude Law. Und ich habe auch letztens den Fehler gemacht und habe auf Sky auch mal in diese Holmes und Watson, Sherlock und Watson Serie geschaut. Ach, wie hieß die? Ich glaube, also die so auf lustig gemacht ist. Ich habe da, glaube ich, 10 Minuten angeguckt und mir gedacht, nein, das geht nicht. Aber wenn BBC sowas in die Hand nimmt, dann ist es großartig. Und dann bin ich tatsächlich ein klein wenig im Let's Dance Fieber. Jetzt zweifle ich da manchmal an mir selbst, denn ich bin ja gar kein großer reiner Fernsehschauer. Also ja, ich gucke immer mal wieder ganz gern Wer wird Millionär und ich bin auch ein Fan von Guido Maria Kretschmer und der Shopping Queen. Das kann man sich mal eine Woche aufnehmen und anschauen und dann habe ich aber auch schon wieder so meinen Overload gefühlt erreicht. Ich finde das ganz unterhaltsam, aber es ist halt nichts, was mir tatsächlich Entspannung bringt oder irgendwie das schafft der Fernseh für mich nicht. Sherlock ist natürlich auch eine Art Fernsehen, aber es ist halt gezielt sozusagen Fernsehen. Und Let's Dance, ich weiß gar nicht so richtig, es gibt eine etwas längere Let's Dance-Geschichte. Ich habe, glaube ich, tatsächlich damals die ersten 3 Staffeln komplett geschaut. Dann hat es mich irgendwie mal 2-3 Jahre nicht interessiert. Dann war ich dabei, als Maite Kelly gewonnen hat. War ich dabei, als Erich Klamm mal irgendwann auf Johnny Depp gemacht hat und Fluch der Karibik mit irgendeiner Tänzerin dann auch gewonnen hat. Und dann, weiß ich gar nicht, war das dann schon vor 2 Jahren? Na, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall die Staffel dann, glaube ich, auch angesehen. Und ja, dieses Jahr ist es mal wieder soweit. Es gibt keinen direkten Grund, weißt du, von den Menschen, die letztes Jahr war Pocher dabei. Da haben wir, glaube ich, auch 2-3 Mal reingeguckt, weil ich den tatsächlich auch ganz unterhaltsam finde. Und dieses Jahr, ich weiß gar nicht so richtig, was der Grund ist, ob das jetzt so konkret jemand war, den ich spannend fand. Aber ich bin ein Riesenfan von Erich Klamm. Also das ist einer der Profitänzer und ich finde den einfach nur großartig, wie der Tanz, diese Ausstrahlung und ach, da wäre ich dann manchmal gerne ein bisschen prominenter und würde mich zu Let's Dance tatsächlich einladen lassen. Also so gefühlt die einzige Sendung auf RTL, vielleicht neben Wer wird Millionär, wo ich hingehen würde, wo ich tanzen würde und leider wird das wohl nicht funktionieren. Vielleicht schicke ich doch mal eine Bewerbung hin, aber ich finde das mega. Also ich finde großartig, was diese ganzen Tänzer leisten, was sie schaffen, was auch die Stars sozusagen leisten. Und ich finde das einfach nur irre. Ich schaue das unfassbar gerne. Und das ist so der Pegel zwischen sich so ein bisschen
ja, einfach entspannen, so ein bisschen mitfiebern, Tänze genießen, Musik genießen und dann aber auch so ein Grat an, ach, über die und die kann man aber durchaus auch mal lästern. Der ist da ganz ausgewogen. Und das finde ich tatsächlich eigentlich ganz gut. Und ja, ich bin im Let's Dance-Fieber. Wer hätte das mal so gedacht? Ja. Ja, auch jetzt immer freitags sozusagen. Und ja, ich weiß gar nicht, wann das endet. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wird auf jeden Fall noch ein Weilchen gehen. Und wenn es mich nicht irgendwie ärgert und so weiter geht, schaue ich das auch weiter. Und ja, mehr gibt es zu der Bücherwoche und so allgemein auch gar nicht zu erzählen. Leider keine Buchmesse. Mal sehen, wie es dann vielleicht nächstes Jahr sein wird. Frankfurt schließe ich tatsächlich immer mehr so ein bisschen für mich aus. Ich bin einfach kein Fan der Frankfurter Buchmesse und ja, ich glaube, das ist einfach nicht so meins. Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen coolen Event im April, bei dem ich unterwegs sein werde mit ganz lieben anderen Lieblings-Booktube-Kollegen. Ja, aber das steht noch nicht hundertprozentig fest, das möchte ich auch noch gar nicht so verschreien, weil man weiß ja auch nie, was im April auf dieser Welt so los ist. Wie gesagt, ich warte auf die Zombie-Apokalypse und auf Brad Pitt, der uns dann rettet. Wobei ich mir immer denke, bei einer Zombie-Apokalypse, ich wäre bitte gern die Erste, die da drauf geht, weil ich möchte kein Überlebender sein, der dann wochenlang nicht duscht und ja, das wäre tatsächlich mein einziges Problem. Das klingt ganz schön oberflächlich, oder? Aber ich hoffe, ihr versteht mich. So, bevor ich jetzt noch weiter Unsinn erzähle. Ja, das war jetzt meine Bücherwoche. Alle Infos zu den Büchern findet ihr in der Infobox und ihr findet auch die Kanäle verlinkt von der lieben Sarah und den Bookfriends. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, wie findet ihr so Let's Dance? Ist das was ihr euch anschaut? Oder auch Sherlock-Fans? Das würde mich auch brennend interessieren. Und natürlich auch, was ihr schon ein bisschen jetzt im März gelesen habt. Lasst mich das gerne wissen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.